Ja, und damit mal wieder ein alle herzliches Willkommen zurück zu Tomb Raider 3, die Gold Edition. Wir hatten beim letzten Mal hier diesen Bohrer gehabt. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es den ja auch bei dem Hauptteil, also bei dem Hauptspiel. Ich muss mir jetzt bloß überlegen, also in der U-Bahn war der ja damals. Ich muss jetzt bloß überlegen, wie ich das jetzt hier angehe. Also so auf jeden Fall schon mal nicht. Ja, das war ein schlechter Start. Eventuell so. Ja, aber sie wird sich nicht festhalten können. Nee. Ich erspare sie gleich. Load Game. Hm. Oh, was ist hier? Ah ja, ist bloß aufgemalt. Gehen wir von aus, ja. Was muss ich hier tun? An das kann ich mich nicht mehr erinnern. Also an die Lösung kann ich mich nicht mehr erinnern. An den Bohrer tatsächlich schon. Oh. War hier nicht... Moment. War hier nicht Feuer? Ist es wohl auch wieder so ein Bug, der... Ah, nee. Es ist kein Bug. Oder vielleicht war es doch ein Bug, aber... Naja. Wie dem auch sei. Eventuell ist ja hier noch irgendwo ein Schalter. Und ich habe den bloß übersehen. Würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn dem so sei. Ich gehe nochmal kurz raus einfach. Ah ja, unser Helikopterfreund ist immer noch da. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das sein soll. Soll das unser treuer Begleiter sein, der nie aus dem Helikopter aussteigt? Oder seelische Stütze? Wo ist er denn überhaupt? Ich höre ihn bloß, aber sehe ihn nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Sound sollte nicht hier sein. Weil... Ist er nicht sogar am Anfang weggeflogen? Oder täusche ich mich da gerade? Hm. Und da verschwindet der Sound. Ich denke, ich muss dann nochmal in den anderen Raum reinschauen. Hier vorne. Aber warte mal, da kommen wir auch runter. Fällt mir gerade so auf. Ne, da waren wir schon, ne? Da ging es, glaube ich, bloß nicht weiter. Oh, mal wieder ein Java-Update. Vielen Dank, Windows. Oder Java-Update-Checker, dass du mir jedes Mal Bescheid gibst, dass ich ein Java-Update installieren muss. Ich meine, an sich ist es ja keine schlechte Mechanik, bloß für mich relativ nutzlos, denn ich nutze den PC eigentlich bloß nur noch zum Aufnehmen. Insofern... Die eigentliche Meldung müsste ihr eigentlich auf dem anderen PC bringen, also auf dem das Spiel läuft. Was er irgendwie nie tut, obwohl ich da auch Java drauf habe. Aber es liegt wohl eher an meiner Einstellung. Ich schaue hier nochmal durch. Also, ah. Also ich habe so ein Gefühl, dass wenn ich da durchgehe, dass ich sterben werde. Oh, na, das war... Naja... Ich wollte eigentlich ducken. gut. Egal. Da muss hier doch irgendwas sein. Das kann er nicht. Also ich kann mich an den Teil erinnern. Aber ich... Ah, warte mal. Ah, warte mal. Ich hab's gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich hab's gesehen. Aber mir kam das damals alles viel größer vor. Vielleicht war ich... Ah ja, guck an. Vielleicht, weil ich auch einfach bloß Kind war und da kommt einem immer alles größer vor. Oh. Aber die Idee war schon zumindest mal richtig.
Jetzt ist nur die Frage, warum man hier... Warum macht man hier Feuer hin? Sind wir mal ehrlich. Oh, okay, da links schaltet sich... Oh, da kommt ja das Ding. Hilfe! Lass mich in Ruhe! Ah! Warum habe ich das nicht gehört? Habt ihr das gerade gesehen? Das kam auf einmal von oben runter. Warum das denn? Also ich meine, damit habe ich tatsächlich gerechnet, aber... Ich bin davon ausgegangen, da ich nichts gehört habe, dass ich mich in Sicherheit wiegen kann. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll. Hä? Sie lässt einfach los. Warum? Ich habe doch gar nicht losgelassen. Ist auf der anderen Seite noch was? Nee, das heißt, das ist der einzige Weg. Das finde ich bestürzend. So. Was soll ich hier tun? Oh, das kommt schon. Da macht es vielleicht Sinn. Naja, okay. Hoch kann ich ja auch nochmal. Aber seltsam, dass da kein Zaun kommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Teil ist ein bisschen verbuggt. Also an manchen Stellen. Oh. Ich hätte mich vielleicht festhalten sollen. Nein, nicht speichern! Nein! Oh, Lara. Ich gebe nur dir die Schuld. Egal. Durch meine Speicherpaniken haben wir jetzt nicht allzu viel Zeit verloren, würde ich mal behaupten. Aber das kommt davon, wenn man einfach die falsche Taste drückt. Oder eher gesagt, wenn man keine Geduld hat und dann blind auf eine Taste einhämmert, damit das Spiel schneller lädt. Das hat sich nicht so wirklich bewahrheitet. Aber wobei, eigentlich könnte ich meine alte Strategie wieder verfolgen, und zwar, dass ich den obersten Speicherstand bei jedem Aufnahmebeginn mal kurz überschreibe. Damit, falls die Aufnahme abbricht, ja, ich halt eine Ausweichmöglichkeit habe. Und nicht, dass auf einmal den letzten Speicherstand überschreibe und dann, ne, und so. Safety first. Ja, aber das bringt uns genau genommen auch gar nichts eigentlich. Oh! Ja. Supi. Ich bleibe jetzt einfach mal da so hängen, vielleicht trifft es mich ja nicht. Oh. Oh. Ich könnte wahrscheinlich... Wahrscheinlich könnte ich mich mit Medipacks hochpushen. Aber das wäre, glaube ich, nicht so im Sinne des Spiels. Ja, was soll ich denn jetzt eigentlich tun hier? Liebe Spiel. Ja. No. Also sind wir mal ehrlich. Was ist meine Aufgabe hier? Was muss meine Mission sein? Ich habe keine Ahnung. Kann es sein, dass hier noch irgendwo ein Schalter ist? Irgendwie kommt es mir alles ein wenig so komisch vor, was ich hier mache. Weil, wo soll ich denn hinspringen? Ich habe doch keine Möglichkeit, da irgendwo mich eleganterweise festzuhalten. Und nicht von dem Ding erschlagen zu werden. Ja, dann halt nochmal. Nein. Ja, das ist so alles Quatsch hier. Das stimmt doch gar nicht. Irgendwas ist doch hier falsch. Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Oder ist da oben noch was? Nee. Auch nicht. No. Ah. Also egal. Wenn ich runterspringe, das macht irgendwie keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, tatsächlich. Muss ich nochmal schauen. Also eigentlich müsste doch in dem Hauptraum da unten was sein. Das gibt doch... Das macht doch sonst keinen Sinn hier. Den Schmarrn kann ich ja nicht kaputt machen.
Ist hier vielleicht irgendwas? Irgendwelche unsichtbaren Druckplattformen, die die Türen öffnen? Oder hier oben? Ich habe so das Gefühl, dass ich mit dem Ding hier interagieren kann. Warum auch immer. Nee, auch nicht. Vielleicht mit einem dieser Dinger hier? Weil manchmal ist es halt einfach nicht offensichtlich. Da war halt früher noch kein Checkpoint-System, das dir sagt, hey, hier musst du was machen. Ja gut. Ich glaube, das wird tatsächlich darauf hinauslaufen, dass ich mal nachschauen muss. Oder hier vielleicht noch irgend... Oh! Okay. Und jetzt? Warte mal. Kann ich hier... Nee. Kann ich nicht. Aber... Das muss ja noch nichts heißen. Ah, warte mal. Da vorne ist doch eine Leiter. Eine Leiter. Leise Leiter. Wie komme ich da hin? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier vorbei konnte. Das schaut so kletterbar aus. Also offensichtlich ist was anderes, ne? Warte mal, da oben. Was war da? Ich meine, gut, da links war was, aber... Ich kann mich ja da nicht festhalten. So, was soll der Käse? Hier oben vielleicht? Ich meine, ich kann es ja mal versuchen, aber... Na, komme ich nicht mehr hin. Wie soll ich... Ich kann doch nicht an diesen Rädern hier vorbei. Das wäre mir jetzt tatsächlich neu. Nein. Auch nicht. Nein. Ach, Lara. Mach's doch nicht komplizierter, als es tatsächlich ist. Musst du hier bloß einfach den hier machen und überleben. Ist das zu viel verlangt? Dass du einfach dich nicht durch so ein riesengroßes... Ja. Durch einen überdimensional großen Ventilator töten lässt. Kann mir hier vielleicht irgendwas verschieben? Okay, also wenn ich jetzt hier nichts finde, dann werde ich mal nachschauen, denn... Also ich habe das Gefühl, das hängt irgendwie mit dem ja. Mit dem einen Schacht zusammen, den ich da gesehen habe. Okay, wisst ihr was? Ich schaue mal kurz nach und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich habe es fast richtig gemacht. Es ist ein bisschen frustrierend. Also, vor allem, ich wollte das tatsächlich genauso probieren. Ja. Wollte. Aber mit wollen ist nicht genug, ne? Ich habe hier gesehen, dass hier eigentlich ein Secret drin sein soll. Also... Oder war das da vorne? Das habe ich nämlich auch in dem Video gesehen. Hä? Da muss ein Secret sein. Doch, natürlich. Warte mal, wie hat denn der Kerl das jetzt gemacht? Der Eingang wird doch gar nicht versperrt. Also ich weiß halt, dass man das irgendwie ziehen kann. Hä? Moment. Ich bin verwirrt.
Okay. Das war aber nicht alles, sondern man konnte hier irgendwie reingehen. Ich meine, das schaut ja auch irgendwie anders aus, das Glas. Aber ich kann es ja nicht kaputt machen. Das steht sogar ein bisschen hervor. Keine Ahnung, wie derjenige das in dem Video erledigt hat. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe es ja eigentlich vor 5 Sekunden angeschaut. Also, naja, für alle Interessierten, hier drin ist ein Secret. Wir können mal rausfinden, wie das geht. Ich werde jetzt nicht nochmal kurz anhalten. Aber eigentlich hat er den blauen Block verschoben. Und der hat dann eigentlich den Weg versperrt davor. Aber bei mir versperrt er gar nichts. Und bei mir ist auch überall Glas davor. Das kann ja jetzt nicht sein. Habe ich hier die extra ultra harte Version, weil ich einfach so ein Tomb Raider Profi bin. Sodass bei mir einfach alles nochmal extra schwer ist. Könnte ja sein. Vorne ist auch ein Block. Oh, der ist verschiebbar. Aber... naja. Das war aber eigentlich nur der Block, den er verschoben hat. Oder habe ich den schon mal verschoben? Oh, nee, habe ich anscheinend nicht. Okay, merken wir uns mal nicht. Blaue Blöcke sind Itemversperrer. Okay, also keine Ahnung. Hier drin ist auf jeden Fall Secret. Da war der Secret Sound, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da rankomme. Also bei mir schaut es komplett anders aus als bei dem in der Lösung. Das kann jetzt nicht sein. Boah, das ärgert mich jetzt. Nee, Moment, das ärgert mich jetzt so sehr. Ich muss nochmal nachschauen. Tatsächlich ärgert... also, da komme ich jetzt gerade drauf klar. Bis gleich. Okay, das Rätsel entzieht mir jegliche Logik. ja, ihr werdet es gleich sehen. So, wir merken uns jetzt halt, dass das hier versperrt ist, ja? Also ich meine, das seht ihr jetzt auch. Ich kann nicht durchrennen. Lustigerweise rennt sie auch weiter und bleibt nicht stehen, so wie als würde ich hier hinlaufen. Ja, da macht sie ja diese Stehenbleiben-Animation. Und wahrscheinlich hier an dem Gitter auch. Ja, genau. Aber aus irgendeinem Grund, also das habe ich tatsächlich nicht im Video gesehen. Das ist mir bloß gerade jetzt hier aufgefallen beim Testen. Sie rennt nämlich einfach weiter. Und jetzt ist es so, wenn man jetzt den hier macht und dann den hier macht, ja, dann ist aus irgendeinem Grund diese Tür offen. Da soll mal einer draufkommen. Hui, Secret. Was kriegen wir da jetzt? Ein großes Medipack, okay. Ja, keine Ahnung. Also, warum auch immer, es ist halt so, wie es ist. Und eine Sache, die mir gerade auffällt. Ich muss ja wieder mal eine Einstellung machen. Muss ich jedes Mal machen, wenn ich das Spiel starte. Gamma. Maximal. Gut, erzählen wir auch mal wieder was. Alles klar. Also. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil. Ja. Und wie gesagt, ich wollte es tatsächlich eigentlich so machen, aber dachte mir dann so... ach nee, das kann ja nicht sein. Das wird sicherlich nicht so gehen. Oder es wäre falsch. Das war mein eigentlicher Gedanke, ja. So. Also. Aber nicht laden. Laden ist gefährlich. Speichern. Ich bin kein Vergewaltiger, lol. Ich bin kein Ladenverweigerer. Auch kein Impfverweigerer. Ja, heutzutage muss man aufpassen auf alles. Ach ja. Kleiner Scherz am Rande. Oh, da kommt ja noch eins. Ach so, ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ich habe mir sogar vorhin überlegt, ob ich das jetzt so probiere, aber ich dachte, ich rutsche hier ab. Deswegen habe ich es dann gar nicht erst probiert.
Warum kommen da zwei? Also irgendwie fehlt mir wegen der Sound bei den Dingern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber...